Hallo, ich bin Carsten und dies wird wieder ein Unboxing-Video. Nachdem ich ja letzte Woche die Tour gemacht habe und auf der Tour das Victorinox-Messer geunboxed habe, lag dann, als ich am letzten Wochenende nach Hause kam, dieses Päckchen bei mir vor der Tür. Und zwar ist es so, dass ich Ende letzten Jahres an einem Giveaway teilgenommen habe von Hias unterwegs. Schöne Grüße dahin. Und ich habe damals einen der drei Preise gewonnen. Und ja, da der Hias ja leider krank war, habe ich dann jetzt erst dieses Jahr, sag ich jetzt mal so, mein Päckchen bekommen. Und ja, dann werde ich gleich mal umbauen und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Ja, da ist dann das Paket. Und neben dem Paket liegt auch noch ein weiterer Gewinn. Und zwar habe ich ungefähr zur selben Zeit auch noch an einem Giveaway vom Kanal Norden Bushcraft teilgenommen. Und da habe ich hier dieses Sanremo 9054 gewonnen. Nur leider, ich kam einfach nicht dazu bis jetzt. Ich hatte einfach nicht die Zeit, dazu ein Unboxing zu drehen. Tut mir leid, ich habe es einfach bis jetzt nicht geschafft. Hab das Messer aber jetzt schon eine ganze Zeit im Gebrauch und ich muss sagen, es ist sauscharf und es war anfangs sehr stramm. Es ließ sich wirklich nicht gut bewegen. Also jetzt geht es auf jeden Fall mit dem Daumenpin schon recht gut. So, dann schauen wir doch mal, was der Hias mir hier geschickt hat. Ich meine, okay, so ungefähr weiß ich schon, was in dem Paket drin sein muss. Allerdings dann auch nicht mehr hundertprozentig. Und zumal man hatte ja, wenn man gewonnen hat, die Wahl zwischen einem Tatonka-Becher und einem Mora-Messer. Und da ich noch kein Mora-Messer habe, habe ich gesagt, ja komm, schick mir ruhig ein Mora. Das habe ich noch nicht. Und dann hatte man aber auch noch die Wahl zwischen einem olivgrünen und einem roten Mora. Ich habe gesagt, ja gut, Farbe ist mir egal. Überrascht mich mal. So, dann bin ich mal jetzt dann gespannt, welche Farbe der Hias hier für mich ausgesucht hat. So, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Tja, lieber spät als nie. Ja, okay. Ich weiß ja, dass du krank warst und von daher ist das natürlich überhaupt kein Problem. Und zum anderen, es ist ja nur unser aller Hobby und nicht irgendwie ein Beruf. Und von daher habe ich da natürlich überhaupt kein Problem damit. So, und was man dann natürlich sieht, ich habe das leuchtend grüne Mora bekommen. Das freut mich wirklich. Endlich habe ich auch mal ein Mora. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Schön leicht. Aber das kennt ihr ja alle. So, was haben wir hier noch drin? Selbstgesammelten Kienspan, hat er gesagt. Oh ja, das riecht gut. Schöne Stücke. Schöne Stücke,
Die muss ich natürlich direkt auf den Boden schmeißen. Das ist schon mal eine tolle Geschichte. So, dann gibt es passend zu dem Mora auch noch ein passendes Big-Feuerzeug. Big-Feuerzeuge sind wirklich die besten Feuerzeuge. Und hier gibt es dann Trillerpfeife mit Thermometer auf der einen Seite und einem kleinen Kompass auf der anderen Seite. Und ja, Norden, ja, das kommt ungefähr hin. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier einen Kompass in der Hand habe. Das scheint auf jeden Fall zu passen. Und Ohren zu halten, pfeifen tut sie auch. Das ist gut, ich wollte mir schon längst mal eine Signalpfeife an den Rucksack binden. Bis jetzt hatte ich noch nie eine. Ja, kleinen Karabiner. Karabiner sind natürlich immer coole Ausstattungsgegenstände. Kann man nie genug von haben. Und dann gibt es noch einen wasserdichten Container für Streichhölzer etc. mit Signalspiegel im Deckel. Hier eine schöne Dichtung dran, also es scheint auch wirklich wasserdicht zu sein. Und am Boden hier ist dann ein Feuerstil eingearbeitet, so dass man auch noch mal ein paar Funken schlagen kann. Werde ich dann jetzt wohl als Zünderdose auch im Rucksack dabei haben, wenn ich mit der Buschbox unterwegs bin. Ja, Jörs, ich sag dann mal vielen Dank für dein schönes Giveaway beziehungsweise für die tollen Preise und natürlich auch für das schöne leuchtend grüne Mora. Ich hatte ja schon fast befürchtet, du schenkst mir ein pinkes. Hab schon zu meinem Kumpel Christian gesagt, wenn der mir ein pinkes schickt, dann nenne ich meinen Kanal um in The Pink Knife. Okay, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dem Hias natürlich alles Gute für seinen Kanal. Macht wirklich Spaß, bei dir reinzuschauen. Man hat ja jetzt auch eine Zeit lang nicht viel von dir gehört. Wie gesagt, du warst krank und bist ja zum Glück wieder wohlauf. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.